So, nächste Folge nachträgliches Kommentieren. Nein, Spaß bei Leute. Heute habe ich wieder nachträglich eins von meinen Rocket League Videos kommentiert. In diesem habe ich gegen 4 Bots gespielt. War etwas schwieriger als das 3 gegen 1. 4 gegen 1 ist dann noch eine Spur härter. Und ja, schauen wir uns das gleich mal an. Ich werde es wieder ein bisschen kommentieren, ein bisschen was dazu quatschen. Und lasst es euch schmecken. Ja, klar, ich bleibe wieder hinten. Bei 4 Leuten werde ich nicht zum Ball rushen. Haben wir da den Boost geholt, aber hier etwas unglücklich den Ball erwischt. Aber ja, gut noch geklärt für mich. Ja, wenn man gegen 4 Bots spielt, ist echt schwierig, einen 100er Boost zu finden, so wie hier. Aber ja, habe ich noch erwischt. Da zum Glück nicht so gut präzise geschossen, sonst wäre ins Tor gegangen, weil ich ihn nicht mehr erwischt habe. Aber das hat gut geklappt. Ja, immer etwas defensiv spielen, das ist bei Bots immer gut, weil da die Gefahr ist, dass man schnell einen Konter kassiert. Aber da ist schon eine gefährliche Situation und da presche ich nach vor. Da erwischt den Ball gar nicht, sondern hau den Gegenspieler weg und hab das Tor gemacht. Nice! Gut. Da bin ich wieder nach vorne gegangen, weil da musste ich nach vorne gehen, weil von beiden Seiten Spieler gestanden sind. Das ist echt gefährlich. Da kommt der Ball echt präzise dann ins Tor rein. Gut, schön nach vorne gespielt. Bisschen gestört, aber nicht weiterverwertet. Ja, da versuche ich ihn noch ein bisschen nach vorne zu kriegen. Zieh mich wieder zurück, warte auf die Aktion ab. Und ja, wäre da gut gewesen, der Ball, hätte ich ihn sicher nicht erwischt mit dem Rückwärtsgang. Aber ja. So, welche Bälle sind echt nice, da kann man sie immer schön nach vorn spielen. Wäre der jetzt nicht dazwischen gewesen, wäre das fix ein Tor. Da hätte ich schon in die Luft früher ein bisschen gehen können. War nicht einmal so schlecht, aber leider, leider geblockt. Aber wir haben ja noch 3 Minuten 30 on the clock. Kann noch viel passieren. Wird ein bisschen was noch passieren. Und da ist es schon passiert. Ein Gegentor kassiert, aber ja, da war ich etwas unaufmerksam. Ich habe nicht gedacht, dass sie ihn so präzise ins Tor boxieren. Egal, hier geht's weiter. Keiner steht vor mir, na dann nehme ich mal den Schuss. Und zwar steht schon nach 13. Nach 2 Minuten, circa nach 2 Minuten. Gut, da konzentriere ich mich zu wenig auf den Ball, gehe mehr vor dem Boost. Vielleicht nicht das Allergescheiteste, aber da schaue ich sie noch zu klären. Boost habe ich jetzt nicht genommen, etwas unglücklich vorbeigefahren, aber da erwische ich den Ball gut, wäre ich vielleicht in die Luft gegangen, hätte man das verwerten können. Ja, bei 4 Bots ist echt schwierig, da einen Boost zu erwischen, einen 100er, aber den habe ich mal gut gesaved. Und kommt er gut? Nein, der kommt nicht gut, da gehe ich gleich für den Boost. Warte ab, der bringt ihn nach vor, sehr weit nach vor. Schaffe ihn nicht mehr so gut zu erwischen, aber hier und nach vorn gebracht. Ja, fast. Doch etwas abgeblockt durch den Bot. Ja, da kommt er gefährlich, da könnte jetzt gleich einer voll drauf ballern, aber zum Glück nicht gemacht. Bisschen höher gespielt und geklärt. Jetzt könnte er nach vorn, könnte ich gleich verwerten, aber bin ich etwas zu unpräzise. Boah, der kennt. Boah, der war echt knapp. Boah, da muss ich aufpassen. Pistonage. Komm, flick, flick, flick. Ja, passt. Nicht so schlecht. Ja, wieder kein Boost für mich. Keine Chance, aber da warte ich. Da habe ich echt gewartet, bis das aufgeladen wurde. Hab's noch geschafft. Ah, da wurde ich schön ausgespielt. Beinahe ein Tor kassiert. Boah, und da haben sie ihn nicht reingebracht. Was für ein Glück für mich. Abnormal. Komm, was ist denn los hier? Bring ihn endlich weg von da. Ja, ich bin noch genau vor das Tor, gell? Alter Falter, was mache ich da nur? Boah.
Komm, jetzt geh mal nach oben und ballern weg. Nach 1 Minute 5 durchhalten, 2-1 steht's. Ja, jetzt ballern muss ich weg. Ja, schön habe ich das gemacht. Ja. Ah, geh für den Boost. Ja, Boost hast noch erwischt. Boah. Ja, bei 4 Leuten ist der immer irgendeiner am Ball. Da kannst du mir gar nicht wegspielen, gescheit. Aber bisher, ja, ist meine Forschung jetzt nicht die beste Glanzleistung, aber. Ja, ich halte mich wacker. Ich halte mich wacker. Bist du mal? Ein Save nach dem anderen bei 4 Leuten, ey. Ja, das schaut gut aus. Nicht mal so schlecht. Jetzt aufpassen, dass wir kein Tor kassieren. 20 Sekunden noch an der Clock. Okay, das schafft man. Oh, da kommt er gefährlich. Oh, fast verfehlt. Puh, das war echt. Wow, wie kommen denn da jetzt? Oh Mann. Ja, immer hinten bleiben bei Bots. Das ist immer das Beste. 2-1. Und da ist es schon vorbei. Leute, so schnell ist gegangen. 2-1 ist ausgegangen. Könnte man sagen, dass das schwieriger war auf jeden Fall. Und vor allem bei 4 Leuten ist halt immer die Gefahr, dass man irgendeiner immer an den Ball kommt von den 4 Bots. Deswegen echt schwierig. Aber trotzdem geschafft, 2-1. Etwas schlechter als beim 2-0 gegen 3 Bots. Aber hat auch geklappt. Danke fürs Zusehen. Vielleicht wollt ihr mal gegen mich spielen. Ich verlinke das in die Comments. Bin Schurli, Nickname auf dem PSN-Account. Und ja, addet mich und dann können wir mal eine Rocket League Party zusammen zocken. Danke fürs Zusehen und pfiat euch!